Marius Ola, ich bin Trudy Wiebe. Das erste, weil ich hier eine Bibelvers bekommen habe, das ist das erste Johannes Kapitel 5, Vers 13. Das schrieb ein Kind, dass je und Gott sie in Sehen bleiben, dass je wollten, dass je das ewige Leben haben. Ich bin auch eine Entschuldigung, ich bin ein paar Jahre in der Entschuldigung. Und dann noch ein paar Jahre in Städts, in der englischen Schule gegangen. Und du wirst nicht eine christliche Schule, die lernen du nicht wörtlich von all das Christliche. Und dann aber noch waren ein paar Jahre in der Dorfschule gegangen. Und da ich mich so durch den Ohren bringe, wenn ich Englisch gelernt und dann aber war Deutsch. Und ja, die dort schuld die dort auch erbastet, die Anstudieproben zu lernen. Und so, als ich dann nicht die Schuljahren war, dann fange ich das Bild an die Jugend. Und ich habe auch mit so schlechten Dingen alles mitgemerkt. Meine Eltern, die dort auch immer einer von uns ging, so einem bereden, dort einer soll so Schmuck sein. Und wenn einer dann nicht für die Jugend wird und du dann immer so viel schlechte Dinge wirst. Und einer will sich dann aber nicht trägeln, wie man sich trägeln, dann wird einem dann so hängen looten. Und dann dort einer dann mit. Aber wenn einer dann nicht trägt, dann doch einer da und wird einem ihre Eltern haben gesagt. Und ja, und so dann einmal wieder und dann wir hat wie uns dann fangen, dann haben wir dann 2 Jahre herumgetrieben, weil wir uns dann einig waren, dass wir dann uns wollen befreien. So wir gingen, ich ging dann auf die Taufe Eva, auch bis es mir dann geliebt wird, brauche ich mich bastet. Und befrieden uns auch. Und dann, ja, was wir uns dann nicht befriedet haben, dann wird auch ein sehr kleines Stützchen, was das sehr schön ging. Und dann ging das Oberwahre wieder bloß in das sinnliche Leben. Dann wird dann ein Sinn und Schäum, wird du wie wir, was uns das Evangelium verteilen dort. Wir haben einen sehr, sehr schweren Sinn und dann schäum du wie und verteilen uns das Evangelium. Und du war wie dort an, wie wir ein sehr erreich. Dann ging der Weg durch und wir können uns spüren, uns reut wir. So ja. Aber wir fuhren dann noch nicht hier hin und dann ging dann noch der andere Weg durch und dann dort auch noch viel Dollar, dass der Herr ja jetzt uns reut. Und dann fuhren wir dann hier in der Rückweg zum Sein, weil wir dort hier gleichen. Und die erste Botschaft, was wir hier hören sollten, wie sehr wertvoll. Und so fuhren wir in die Hüse und haben uns erholen uns zu fahren und sehen, wie wollen das mit dich fertig war ich und einmal war ich hier hinfahr. Und so ging das dann wieder bei den 6. August. Dann wir noch war noch eine sehr schöne Botschaft von den Schmolen war ich nur im Breitenbach. Und da war ich auch mir einig, dass ich auch ein sehr verlorener Sender wird. Und ich kann meine Sünden auch. Und ich übergebe Gott mein Leben auch. Und bekehre mich auch. Und frage Jesus auch um Vergebung für meine Sünden. Und kriege auch in mein Leben dann. Und so, dann Luther, du wirst dann auch noch war Zwiebelsmank. Aber ich habe das gekriegt, dass ich geraten, dass Jesus meine Sinnen vergeben hat. Und wir sind Gott sehr dank dafür und Gott die Ehre dafür. Und wir können auch uns irgendwo unterholen, dass wir euer noch Nerven nicht haben können. Wir können von verschiedenen Dingen vertellen, dass wir euer noch Nerven nicht haben können. Und du sind Gott sehr dankbar für und wir sind gesegnet mit Feuer, Schmuck im Jahr. Gott sei Dank dafür. Gottes Segen mit dir.